Hi, ich bin Dominik und medizinischer Cannabispatient seit 2019 aufgrund einer chronischen Darmentzündung. Ich habe Morbus Crohn. Das bedeutet, dass ich starke Schmerzen, Krämpfe und Entzündungen im Bauchraum habe. Mir erleichtert medizinisches Cannabis das Leben enorm, denn ich kann dadurch meine Krämpfe kontrollieren bzw. sie verschwinden lassen. Meine Schmerzen werden gemindert und die Entzündung geht immer weiter zurück, was auch schon ziemlich verwunderlich ist. Ich musste früher 14 Tabletten täglich nehmen. Das muss ich heute nicht mehr. Früher konnte ich nicht rausgehen, weil ich immer in der Nähe von einer Toilette sein musste. Ich hatte sehr starke Durchfälle, das habe ich heute auch nicht mehr. Und ja, da bin ich sehr dankbar, dass medizinisches Cannabis mir so viel Lebenskraft, Lebensenergie, Lebensfreude wieder zurückgibt. Also mit Vorurteilen hatte ich bisher zum Glück noch nicht so viel zu tun. Meine Haare lassen zwar wahrscheinlich anderes vermuten, aber bisher habe ich da noch keine Probleme gehabt. Ich kenne aber viele medizinische Cannabis-Patienten, die Probleme haben. Es kommt auch immer darauf an, wo man wohnt, in welchem Bundesland. Ich versuche aber auch meinen medizinischen Cannabiskonsum ja, sehr diskret zu halten. Es ist natürlich trotzdem schade, dass Cannabispatienten auf jeden Fall immer noch mit Vorurteilen zu kämpfen haben. Es wäre schön, wenn das mittlerweile auch als normale Medizin angesehen wird, denn man sieht ja mittlerweile, wie vielen Menschen es durch medizinischen Cannabis enorm besser gehen kann, wie mir eben auch.